Katrin Bühning-Gelse erforscht, wie es um die Biodiversität bestellt ist. Welchen Einfluss Landnutzungs- und Klimawandel auf unseren Artenreichtum haben, dafür sind für die Ornithologin Vogelpopulationen wie diese Bienenfresser ein Indikator. Der wichtigste Faktor, der unsere Artengemeinschaften in Deutschland und in Europa verändert, ist derzeit die Landwirtschaft. Die Vögel der Agrarlandschaft, der Wiesen, der Weiden, der Äcker haben in den letzten 30 Jahren um 30% abgenommen. Seit 2015 berät die engagierte Biologin als Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina Politik und Gesellschaft. Immer im Blick, was die Landnutzung mit unserer Artenvielfalt macht. Von den etwa 8 Millionen Arten, die wir auf der Erde haben, ist 1 Million Arten vom Aussterben bedroht. Die Lage ist wirklich dramatisch und das heißt, dass wir alle etwas tun müssen, um die Biodiversität wieder zu fördern. Zum Beispiel hier jetzt in der Agrarlandschaft mit dem Maisanbau, aber auch die Politik, die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft. Ihr Beruf ist ihre Mission. Seit 2010 ist Katrin Bühning-Gelse Direktorin des Senckenberg-Forschungszentrums für Biodiversität und Klima. Am Kilimanjaro in Tansania, einem klimatisch extrem diversen Testgelände, leitet sie seit Jahren eine interdisziplinäre Forschungsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Was wir am Kilimanjaro gelernt haben, ist, dass sich Klimawandel und Landnutzungswandel gegenseitig verstärken. Ihre wissenschaftliche Expertise ist gefragt. Ob als Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft oder bei der Senatskommission Biologische Vielfalt der DFG. Ihre Arbeiten bei der Leopoldina waren Grundlage für die Zukunftskommission Landwirtschaft. Ich sehe mich als Wissenschaftlerin, in der Tat als Mahnerin, auf die existenzielle Bedrohung der Menschheit durch den Biodiversitätsverlust hinzuweisen. Aber wir Wissenschaftlerinnen müssen auch Lösungen anbieten. Und eine dieser Lösungen ist, den Anteil der geschützten Fläche auf der Erde zu erhöhen, von 17% derzeit auf 30% bis zum Jahr 2030. Dafür hat die Biologieprofessorin der Frankfurter Goethe-Universität die sogenannte Makroökologie in Deutschland etabliert. Sie dient dazu, aus den Daten tausender Forschender Voraussagen über die Veränderungen von Ökosystemen aufgrund von Klimamodellen zu treffen. Bei der Makroökologie nimmt man ganz viele Arten zusammen, schaut sich Langzeittrends an und schaut zum Beispiel nach Hotspots der Artenvielfalt auf der Erde. Wie bei ihrem neuesten Makroökologieprojekt Legacy Landscapes. Die Ornithologin markiert die artenreichsten Gebiete auf der Welt, die zu Schutzgebieten erklärt werden sollen. Denn je artenreicher ein Lebensraum ist, umso mehr Biodiversität wir dort haben, umso stabiler ist dieser Lebensraum. Und damit ist die Biodiversität auch für uns Menschen unsere Lebensversicherung. Mit ihrem Wissen und vollem Einsatz kämpft Katrin Bühning-Gelse für den Erhalt der Biodiversität. Schließlich beweist ihre jüngste Studie, Artenreichtum an Vögeln macht uns Menschen genauso zufrieden wie materieller Wohlstand.